Die Humane. Boah. Spalte. Wo ist dieser Fluss? Ich habe nicht mehr Lust, mich zu ertränken. Alter. Die humane Spalte, ist mir schon klar, was sie damit meinen. Der Fluss entspringt in der unendlichen Weite und kommt dann in eine humane Spalte. Okay, also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten und fließt in die humane Spalte. Genau so ist es. Das ist ja nice. Also das könnte zum Beispiel... Aber wir können gar nicht weiter reden. Der Fluss könnte zum Beispiel das dritte von oben links sein, ne? Wenn es da ist, eine Spalte. Oder... Na, wir gucken uns mal die anderen. Vielleicht ist das andere dann leichter. Okay, also Erde. Ich gehe mal davon aus, dass du hier einen ominösen Satz... Ich sehe deine Vergangenheit. Und los geht's. Geerdet im Boden der Tatsachen suchst du die Verbindung zu deinen Wurzeln. Doch du kannst nicht zurück. Was soll das heißen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Das musst du ganz allein rausfinden. Aber darum habe ich doch beim Technik-Support angerufen. Okay, also warte mal. Ich lege jetzt auf. Einen Moment. Bis spät. Oh, ich werde... Doch. So, die kann nicht zurück. Also, pass auf. Wenn Erde heißt, sie kann nicht zurück, ja, dann würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass zum Beispiel das gemeint ist mit dem, du kannst nicht mehr zurück, ja. Jetzt könnte man also hier versuchen, Erde einzustecken. Das wäre jetzt so eine Idee, ne? Erde, zweite Zeile links. Ja, oder das ist das, oder das R-Symbol. Das kann natürlich auch das. Okay, pass mal auf, wir haben ja zwei Stecker. Dann heißt das, das ist das R-Symbol, elektrotechnisch betrachtet ja. Und du kannst nicht mehr zurück, das ist das zweite, was direkt daneben ist. Wäre jetzt meine Idee. So. Das mit der unendlichen Spalte. Hallo, ich bin's nochmal. Ich weiß. Wollen wir mal gucken, was mit Licht gemeint ist. Okay, also Licht. Ich sehe ein helles Licht. Hoffnung, die leuchtet wie ein Phosphos. Das aufgeht am Rande des Zylinderwaldes, ein kurzes Stück nach Südwesten, um sich dort zu verlieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, die geheimnisvollen Botschaften aus der Zwischenwelt. Nein, du! Du machst überhaupt keinen Sinn. Ich bin ein Medium. Ich habe diese Gabe nicht erwählt. Diese Gabe hat mich erwählt. Gabe? Ja, klar. Okay. Wenn du hell sehen kannst, wie ist mein Name? Laura. Oh. Okay. Also, erste Zeile links ist das Symbol für Unendlichkeit. Das ist richtig. Aber... Licht hieß, Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Nach Südwesten. Naja, ganz so einfach ist das dann doch nicht. Was soll denn daran einfach sein? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Okay, mehr Hilfe kriegen wir auch nicht, ne? Ich spür. Zylinderberge verlieren sich nach Südwesten. Also, Unendlichkeit, das mit der Unendlichkeit sagt die ja nicht nochmal. Das ist ja auch so ein Hammer, das kriegst du gar nicht nochmal mit. Ist das ein Assi-Rätsel schon wieder hier? Licht kann also das hier hinten sein. Und jetzt haben wir Zylinderberge, die sich nach Südwesten verlieren. Das könnte zum Beispiel das hier sein. Es könnte aber zum Beispiel auch das hier sein, was nach Südwesten sich verliert. Aber da unten ist eine Wand, also... Zylinderberge, die sich nach Südwesten verlieren. Hier geht's jedenfalls nicht weg nach Südwesten, da. Hier ist... Oh ne. Ist das neben dem Braun? Ja, das... Ach schon, das sind Zylinderberge. Ja, da hast du auch wieder recht. Pass auf, dann nehmen wir das da. Dann nehmen wir das. Okay. Ja, mein Kind. Achso, die unendliche Spalte war Wasser, das stimmt. Nee, ja, das stimmt. Aber
Die unendliche Spalte war. Da oben links ist unendlich, da hast du recht. Was war denn, oder mit dem Licht? Mal sehen. Licht hieß, Ach so. Naja. Was soll denn? Mal sehen. Nein, ja, okay, das stimmt. Du hast recht, dass da oben könnte Unendlichkeit. Warte mal, wie war das beim Wasser? Okay, also. Genauso. Genauso. Na. Okay, also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten und fließt in die humane Spalte. Genauso. Okay, du hast also recht. Ich spür. Wir machen das mal richtig. Du hast also recht. Da oben unendlich. Dann nehmen wir den immer raus. Hier ist, da hast du recht, das könnte Wasser sein, wegen der Unendlichkeit. Die humane Spalte müssen wir noch finden. Aber das mit dem Licht, da fehlt auch noch was beim Licht. Da fehlt auch noch was jetzt. So, dann gehen wir mal gucken, was noch beim Wind jetzt kommt. Und was ist mit Wind? Ich sehe deinen Willen. Ja, laber nicht rum. Den sieht man von Ober- bis Unter-Asposien. Die sanfte Brise im Nordosten hat seinen Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Alles klar, einfach ruhig bleiben. Was könnte das heißen? Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur weitergeben, was meine Papierschnipsel mir mitteilen. Papierschnipsel? Genau. Ich habe die Gebrauchsanleitung zerschnippelt und jetzt kann ich damit wunderbar die Zukunft voraussagen. Okay, also, dann... Ich spüre... Tschüss. Pass auf. Dann machen wir das so. Dann haben wir... Habt ihr recht. Dann machen wir die... Die Spalte ist das. Hier hauen wir das Wasser rein. Die Berge sind oben in der Mitte. Erste Zeile Mitte und links für Wind. Also erste Zeile Mitte, ist, das sind die Berge. Das verstehe ich. Das ist ja das. Aber das andere ist nicht verstanden mit dem Wind. Das rechts. Ach, das rechts meinst du. Das ist das Symbol für Wind, oder? Das wäre doch das Symbol für Wind. Erste Zeile Mitte und links. Rechts, genau. Denke ich auch. Ja, genau. Jetzt fehlt uns noch Liebe und ein Licht. Ein Licht noch und Liebe. Ja. Wir gucken mal, ob wir beim Licht noch mal was... Dann machen wir mal Liebe. Alles klar. Du hast mir sicher auch was Sinnloses zum Thema Liebe zu sagen. Ich sehe deine Liebe. Ich sehe... Eine positive Einstellung sollte sich für dich bezahlt machen. Ich habe aber nur eine negative Einstellung. Eine positive Einstellung sollte sich für dich bezahlt... Was? Eine positive Einstellung sollte sich für dich bezahlt... Also, okay. Ich spüre. Tschüss. Dann muss das unten das Plus sein. Dann hat hier auf jeden Fall was mit Liebe zu tun, ne? So. Aber. Dann. Ach, soll ich es bezahlt machen? Alles klar. Soll ich es bezahlt machen? Habe ich gefunden. Jawohl. Jetzt fehlt nur noch einmal Licht. Leute. So, und Licht geht nach über die Berge und verliert sich nach Südwesten. Ich glaube, das war das. Also bleibt mir eigentlich nur das oder das für Licht. Ich hau jetzt das Licht da rein. Ich habe jetzt einfach mal, weil es mit dem Südwesten, ne? Habe ich es rechts unten hingemacht. Chance 1 zu 3. Aber hier fehlt auch noch was. Ja. Haben wir jetzt alles fertig? Also eine positive Einstellung macht... So, das haben wir geklärt. Das erste Mal, dass... So. Die sanfte Brise im Nordosten hat ihren Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Was? Hass nicht? Ich hasse euch. Das haben wir. Und die Erde? Erde. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Nie mehr. Ja. Ich spüre... Okay. Also hier fehlen noch zwei Stecker. Ich will wetten, da kommt noch irgendwas dazu. Oder es kann auch so bleiben. Wir schauen jetzt einfach mal, was jetzt gleich passiert. Pass auf. So, das haben wir gespeichert. Jetzt können wir mal gucken. Wir müssen...
irgendwo drauf drücken. Oder? Robert? Er hört mich nicht. Aber was können wir jetzt machen? So viel zu... Da oben können wir nichts machen. Lüftungsschacht. Was ist hier noch? Versteck. Nein, ich habe mich lange genug... Okay. Können wir da was nehmen? Wer auch immer hier war, das Versteck ist jetzt verlassen. Okay, also hier können wir erstmal im Moment nichts machen jetzt, ne? Hier kommen Pakete raus. Dann drücken wir auf den Knopf. So, jetzt kommt der Laser. Sieht er den Code und dann fährt er das Ding wieder weg. So, jetzt müssten wir die Maschine irgendwie wieder ganz machen. Die Würmer müssen wir irgendwie freilassen, oder? Oh, Bohrtiere, die Viech. Ja, wie kriegen wir denn das? Was machen wir denn damit? Was ist mit der Schüssel? Na gut, das haben wir schon mal gemacht worden. Ach so, ich kann... Kann ich zu Robert oder zu Huck wechseln? Warte mal. Ja, das schmeckt. Pass mal auf, warte mal. Kann ich nicht. Die kann ich nicht. Kann ich nicht. Nee. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt zu Robert wechseln können oder zu Huck. Nimm mit Robert die Seilbahn nach Aspen. Reise mit Laura nach Aspen. Okay. So, jetzt haben wir ja noch die Schüssel und die könnten wir verbinden mit den... Zum Knabbern taugen die Seen. Nee, können wir nicht. Wir können in die Schüssel noch irgendwas reinmachen, aber was? No. Wir können auch die Schüssel dahin stellen. Pass mal auf, wir stellen mal die Schüssel dahin. Das möchte ich nicht verschicken. Was will sie denn verschicken? Haben wir noch eine Kiste hier? Serviceklappe. Vielleicht kann ich hier den Ticketautomaten reparieren. Ja, aber das wissen wir jetzt nicht, ob das funktioniert hat. Wir wissen es echt nicht. Also, ich... Achso, der Heizkörper, der Heizkörper. Interessant. Wir müssen vielleicht... Fühlt sich ziemlich warm an. Da oben ist eine Schleife. Können wir in der Schleife was machen? Ach, da ist ein... Ah, guck mal, eine Wollmaus. Hallo? Dann lass mal da die Wollmaus reinlegen. Die Wollmaus könnte durch das Gitter passen. Da ist ein Fehler bei den Steckern. Okay. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich will mal schnell schauen, ob die Wollmaus, in welche Richtung die passt. Jetzt war sie weg. Okay. Ich habe also überhaupt keinen Schirm, was wir gerade gemacht haben. Wir sind eine Wollmaus losgeworden. Mehr geht hier nicht. Ach so. Kann die wiederkommen? Nö. Da passe ich nicht durch. Die ist weg, die Wollmaus. Okay, die Wollmaus ist weg. Die hat Robert ist auf jeden Fall draußen. Aber ich kann auch nicht... Doch, kann ich. Jawohl, ich kann doch wechseln. Ich glaube, der Stecker für das Nicht-Zurück ist falsch. Okay, das schaue ich mir gleich nochmal an. Also, ich gucke jetzt mal eben, ich bin jetzt also draußen. Wir waren das... Okay, da oben ist also Huck tatsächlich. Du hast also recht gehabt. Hallo, Automat. Geht's dir schon besser? Hallo. Wie kann ich Ihnen Erdbeere? Oh, naja, Laura scheint zumindest Fortschritte zu machen. Leider keine Sandwollmaus vorrätig. Okay, danke, Automat. Heil Emi. Okay, so ganz extrem falsch ist es gar nicht. Jetzt können wir einmal mit Huck rumfliegen. Okay, dann können wir uns umschauen mit Huck. Wir müssen auf jeden Fall nochmal, da hast du recht, wir müssen mal gucken, ob das da richtig war. Aber wir machen das gleich, sonst vergessen wir das bloß. Hier ist eine Wache. Tiere müssen in einem genormten Versandkäfig reisen. Okay. Huck, hör auf, da drauf rumzuhacken. Okay. Was ist das hier? Tiere müssen in... Ja, der will das nicht, dass wir hier... Danke für euer Vertrauen. Da müssen wir also loswerden, den Typen. Okay, wir gehen nochmal zurück.
Wir gehen nochmal zurück zu Laura. Dann gucken wir nochmal. Also das war noch nicht ganz richtig, auf jeden Fall. Die Wollmaus ist ja auch noch nicht da. Die ist nicht draußen. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Okay, du sagst also, eventuell ist der Stecker falsch für das nicht zurück. Okay, das ist das da mit der Erde. Das wäre der. Okay, wir hören uns das nochmal an. Pass auf, wir haben noch jetzt eine Erde übrig. Also. Erde. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Nie mehr. Ich probiere mal den Balken wie eh, das machen wir gleich. Ich will jetzt mal schnell wirklich noch gucken, ob wir das zumindest, vielleicht, also ich vermute mal, dass hier auch wirklich noch zwei Stecker fehlen und die müssen dann noch irgendwie hier rein. Und ich glaube mal, dass wir ganz unten Mitte, sagt er. Ich glaube mal, dass wir ich spüre. Tschüss. Ach so. Ich glaube mal, dass wir dann noch zwei Stecker finden, die Hack irgendwie hier reinbringen muss oder so. Also, denke ich jetzt mal, ne? Ganz unten Mitte. Okay. Lassen wir es mal so. Und versuchen wir einfach nochmal von draußen. Okay, Robert. Okay, dann klopfen wir mal den Balken an mit Hack. Das machen wir gleich mal. Laura, bist du noch da? Ich versuche, an Bord der Seilbahn zu kommen. Und ich versuche, mich zu verpacken. Okay, wir sehen uns in Alt-Aspen. Ja. Dann los. Hallo, Automat. Geht's dir schon besser? Hallo. Wie kann ich Ihnen... Okay, war immer noch nicht ganz richtig. Oh, naja. Laura scheint zumindest Fortschritte zu machen. Leider keine Sandwollmaus vorrätig. Okay. Heil Emil. Okay, das war noch nicht so das ganz Richtige. Jetzt können wir erstmal gucken... Wir haben es überhaupt jetzt noch gar nicht richtig angeguckt hier. Da ist der Vogel. Hier unten. Ach, hier ist die Wollmaus. Hier ist die Wollmaus. Hier unten ist eine Pfütze. Was ist das für ein Schild? Nach Wollingen. Okay. Das. Da ist eine Pfütze. Das riecht nach Zitrone. Aha, hier ist ein Besen. Toilettentür. Wirklich nicht. Da geht er nicht rein. Da komme ich doch her. Das Schild kann man nicht nehmen. Okay, hier ist ein Pflaster. Das könnte praktisch sein. Wir haben eine Spritze und Blätter rausgenommen. Hier ist eine Teekanne. Heiß. Die könnten wir vielleicht... Ah, warte mal. Ob die von der Heizung kommt vielleicht? Ich weiß es nicht. Aua. Wir können sie jedenfalls nicht nehmen, weil es ja heiß ist. Müssen wir also kalt machen. Probieren wir mal die Wollmaus mit der Pfütze zu kombinieren. Alles klar, warte, was machen wir? Das machen wir. Und das hat auch funktioniert. Jetzt haben wir eine nasse Wollmaus. Da kommt ganz schön viel Wasser raus. Nach Zitrone riechendes Wasser. Der Tipp war super. Klasse, Markin, klasse. Jetzt können wir versuchen mit der Wollmaus einfach mal den Kessel stillhalten. Das riecht nach Zitrone. Was ist denn jetzt passiert? Foggo hört ein Pfeifen. Flötenhasen. Muss Foggo erst rüberkommen? Sofort mit dem Pfeifen aufhören? Das macht Foggo irre. Komm, wir reden den mal an. Den haben wir noch gar nicht, den haben wir uns überhaupt nicht unterhalten. Wir müssen ja mal wissen, was der noch hat. Willkommen auf das Pfeifen fixiert. Zum Riecher. Okay, gleich, pass auf. Achso, der ist auf das Pfeifen. Okay, dann gehen wir den mal. Komm, lass den mal ein bisschen riechen. Komm her, komm. Mensch. Also, das macht mich verrückt hier. Geht nicht. Mann. Oh, das riecht ein kleines bisschen nach meiner Frau. Eure Frau riecht nach nasser Wolle?
nach Zitrone. Okay. Haben wir dem jetzt irgendwie was, Hallo, Herr... Das. Nein, danke. Hat er jetzt irgendwas mit der Frau? Nö, hat er nicht. Auf Wiedersehen, kleiner Schnüffler. Gut, schenken können wir ihn jedenfalls nicht. Ach so, komm, lass uns mal gucken, was der überhaupt... Hallo? Fogo. Was, ist... Fogo ist ein Trötenjäger. Er jagt Tröten und sammelt ihre verdammten, durchlöcherten Nasen. Okay, pass auf. Bravo. Pass auf. Dann machen wir mal an, was der zu erzählen hat. Warum jagst du denn Flötennasen? Fogo hat nichts gegen Flötennasen. Fogo hat was gegen miese Aufschneider, die den Abt, seine Eminenz Conroy, auf dem Gewissen haben. Diese Bastarde mit ihren pfeifenden Nasen, das ist wieder natürlich. Fogo hasst Pfeifen. Warum hast du denn Pfeifen? Fogo hatte jahrelang einen Tinnitus. Oh. Ja, okay. Ja, wenn Fogo irgendwo ein Pfeifen hört, dann rastet Fogo aus. Fogo kann dann an nichts anderes mehr denken. Er ist dann konzentriert wie ein sehr konzentrierter. Immer wenn du ein Pfeifen hörst? Okay. Ja. Bleib mir weg mit dem Pfeifen. Okay, also das heißt, das stimmt also dafür, ich glaube auch, wir können dem den Ausweis klauen. Hast du schon mal eine Flötennase erwischt? Na klar. Naja, nicht direkt erwischt. Aber ich habe schon mal eine gesehen. In einem Buch. Mit Bildern. Also auf einem Bild. Also einem Fahndungsplakat. Die überall hängen? Yep. Hast du schon mal eine gesehen? Ich bin selber eine. Na, Robert, mutig, ne? Aber bist du dir sicher, dass alle Flötennasen die Götter mit ihrem Flöten erzürnen? Sind das nicht alles eher Gerüchte? Ich meine, es gibt doch keine bestätigte Quelle, die beweist, dass sich das Ganze wirklich so zugetragen hat. Fogos Meinung steht fest. Verwirr Fogo nicht mit Tatsachen. Du hasst sie doch eigentlich nur, weil sie dich mit ihrem Pfeifen so ablenken, oder? Fogo findet, das reicht, um jemanden zu hassen. Okay, na, siehst du, der AfD ist auch hier vertreten. So. Was hat er für einen Burger? Bin ich gerade beim Essen? Ja, Wollingen. Was hast du denn da? Einen guten alten Wurzelburger. Dieses Zeug hat Aspasien groß gemacht. Darf ich mal probieren? Nein, das ist Fogos Burger. Und Fogos Burger allein. Fogo teilt nicht. Mieser Typ, dieser Fogo. Dein Wurzelburger sieht lecker aus. Ist er aber nicht. Fogo braucht Ketchup. Fogo hat aber keinen Ketchup. Okay, das Ding ist kaputt. Muss man ihn nur reparieren? Den Burger? Den Ketchup-Spender. Bei Conroy hätte es das nicht gegeben. Okay, wir werden erstmal das Ding klauen. Ich wusste gar nicht, dass Flötennasenjäger ein Beruf ist. Warum bin ich da noch nie drauf gekommen? Es ist viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Fogos Ziel ist es, alle Tröten auszulöschen. Warst du schon immer Flötennasenjäger? Fogos ganzes Leben lang. Im Herzen. Also, offiziell war Fogo bis vor 3 Jahren noch kein Flötennasenjäger. Aber Fogo ist gleich als einer der ersten den Conroyalisten beigetreten. Jetzt leitet Fogo da die Abteilung Badass. Badass. Was warst du denn vorher? Bibliothekar. Ist interessant. Wie wird man Flötennasenjäger? Man braucht gute Instinkte. Fogo kann Tröten riechen. Auf 1000 Kilometer Entfernung. Also, wenn eine Flötennase vor dir stehen würde, so direkt vor dir, und mit dir reden würde, dann wäre die Tröte in Sekunden weg vom Fenster. Fogo merkt sowas. Fogo ist ja kein Vollidiot.
Ja. Okay, wir wissen. Gut. Ja. Ja, ist das Fogo ein Vollidiot. Deswegen glauben wir jetzt auch dem seinen Ausweis. Also, pass auf. Komm her. Wir haben auch eine Spritze, mit der wir auch noch rausfinden müssen, was wir damit tun können. Stillhalten. Okay, jetzt können wir da hingehen. Fogo muss sofort. Nein, er hat vielleicht diese beeindruckende Sonnenbrille auf, aber er ist nicht blind. Okay. Aber sein Burger können wir ihn klauen. Gib her den Burger, Mann. Gib mir den Burger. Oh. Was ist denn das für ein Problem? Ich kann den Burger nicht auswählen. Was war das jetzt? Umgebung gesichert. Fogo hat keine Flötennase gesichtet. War nur ein Teekessel. Fogo hat alles im Griff. Das erinnert Fogo an das Blut seiner Feinde. Er sollte sich waschen gehen. Fogo ist ein Volltrottel.